Wir sind hier in Nürtingen-Neckarhausen in der Eifelstraße. Wir wurden alarmiert zu einem Dachstuhlbrand. Menschenleben in Gefahr. Beim Eintreffen war folgende Lage. Es wurde im zweiten Obergeschoss wurde starke Rauchentwicklung aus dem Fenster und Flammen aus dem Fenster herausgeschlagen. Wir sind dann mit zwei Trupps in Innenangriff vorgegangen. Die Drehleiter von Nürtingen wurde vor dem Gebäude aufgestellt und hier ein Löschangriff über den Korb durchgeführt. Die Drehleiter aus Kirchheim wurde zur Sicherstellung weiterer Ausbreitungen in die Bereitstellung angefordert und ist auch ihr eingetroffen. Die drei Personen im Gebäude konnten sich selbstständig aus dem Gebäude befreien. Ein Hund wurde im ersten Obergeschoss aufgefunden, ja, tot. Laut Aussage von der Polizei muss der Hund sie eigentlich geweckt haben. Ja. Der Brandausbruch wurde angenommen im zweiten Obergeschoss, da wo es eigentlich die größten Brandschäden sind. Wir sind jetzt noch bei der Durchlüftung, das Feuer ist unter Kontrolle, müssen jetzt aber vollends einfach Nachlöscharbeiten im Gebäude durchführen. Gut, Schwierigkeiten. Wir haben Vorteile gehabt, in dem Sinne, dass das Feuerwehrhaus von Neckarhausen direkt neben der Einsatzstelle steht. Also von dem her eigentlich keine größeren Schwierigkeiten. Wir sind jetzt aktuell mit 7 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften von den Feuerwehren von Nürtingen, Neckarhausen und von Kirchheim anwesend. Ebenso ist dann der Rettungsdienst noch vor Ort und die Polizei. Drei Personen waren bereits aus der Wohnung verbracht, rettungsdienstlich gleich übernommen, gesichtet vom Notarzt und kommen alle drei in eine Klinik. Alle drei Personen sind mit einer Rauchgasintoxikation und leichten Brandwunden eben in die Klinik gekommen. Eine Person ist schwer verletzt, zwei weitere sind leicht verletzt. Hier vor Ort waren 4 Fahrzeuge vom Rettungsdienst und unterstützt wurden wir durchs Ehrenamt mit 5 Fahrzeugen. Das Ehrenamt betreut hier noch die Einsatzstelle, übernimmt die Absicherung der Feuerwehr bei Nachlöscharbeiten.